Was für eine Hektik und Dramatik in der Nachspielzeit der Partie des TSV Buchbach in Rot gegen den TSV Rhein am Lech. Die Gäste schmissen beim Stande von 2:3 aus ihrer Sicht und einem Freistoß alles nach vorne. Ball abgefangen, weit in die andere Hälfte, wo Rheins Kapitän Max Lutz ein dicker Bock unterläuft und der zurückgeeilte Torhüter Kevin Maschke dann Alex Petrovic zu Fall bringt. Klare Sache, Elfmeter und rote Karte. Den verwandelt der eingewechselte Thomas Hamberger gegen Feldspieler Ugo Yilmaz, der sich ins Tor stellte, zum 4:2 Endstand. Sofort danach der Abpfiff und einige Felsbrocken, die da den Hausherren von den Schultern fielen. Ja, das ist halt so ein Spiel nach dem Bayern-Spiel, wo wir sehr gut gespielt haben, aber da haben wir halt nur verteidigen müssen, in Anführungszeichen. Und da fehlen halt dann irgendwo die letzten Prozent. Und das hat man gerade in der ersten Halbzeit gemerkt, die Zweikämpfe waren nicht alle zu 100% bestritten. Und dann ist man nicht richtig im Spiel drin und dann reicht es halt auch nicht ganz gegen den TSV Rhein. Die Buchbacher haushoher Favorit vor der Partie. Tabellensechster gegen Letzter, Heimvorteil und dazu noch das tolle Remis zuletzt bei den kleinen Überbayern. Die Schwaben dagegen erst mit 8 Zählern aus 25 Partien und 3 allerdings zumeist knappen Pleiten nach der Winterpause. Trotzdem setzen überraschenderweise die Gäste die ersten Akzente in dieser Partie vor gut 700 Fans in der SMR-Arena. Das sind so Phänomene im Fußball. Ich bin mir sicher, wenn wir, ich sage jetzt mal, man will jedes Spiel gewinnen, ist ja klar. Letzte Woche haben wir eine super Einstellung gezeigt gegen Bayern. Und da geht man so ein bisschen vielleicht, ja, so ein bisschen, ich will nicht sagen Ladifari, aber da geht man vielleicht 1-2% weniger. Weil das ist ja TSV Rhein, haben wir vielleicht gedacht. Ja, und dann, die Regionalliga Bayern ist stark. Ja. Man kann auch gegen Rhein verlieren. Die Gäste in der ersten halben Stunde mit einigen guten Szenen, bedingt durch viele Buchbacher Nachlässigkeiten. Einiges zu notieren in dieser Phase für TSV-Coach Anton Bogenstetter. Dann allerdings quasi aus dem Nichts das 1:0 für die Hausherren und dieser Treffer belegt, warum Rhein so weit unten drin steht. Benjamin Woltmann lässt sich da von Mijo Stjepic vernaschen und drinnen steht keiner bei Thomas Breu, der mit etwas Glück die Kugel an Maschke vorbeibringt zur Führung in der 31. Minute. Als Buchbach dann 7 Minuten später zum 2:0 nachlegte, schien die Sache eigentlich schon durch. Ganz feine Dreierkombination da über Breu, Stjepic und Stefan Denk, der mit viel Übersicht seinen 10. Saisontreffer markiert. Unmittelbar nach der Pause sogar der dritte Streich. Breu mit seinem zweiten Tor des Abends erneut völlig ungedeckt in der 47. Minute. Statt aber jetzt die Partie locker und entspannt zu Ende zu spielen, schalteten die Gastgeber vielleicht einen Gang zu viel zurück. Es kann gut sein. Ich weiß es nicht. Also ich kann von mir aus selber sagen, dass ich aufs vierte Tor gehen will. Aber es kann sein, 3-0, wir sind Sechster, das ist Tabellenletzte, dass man ein bisschen vielleicht den einen Meter halt nicht macht und dann kommt halt sowas raus. Denn in der 64. Minute waren die Gäste plötzlich wieder da. Stockfehler von Uli Fries und der im Dezember vom Bayernliga Südspitzenreiter Eichach gekommene Marius Suschko ist bekannt für seine hervorragende Schusstechnik. Nur noch 3:1. Und endgültig das große Zittern setzte ein, als der zweite Winterneuzugang aus Eichach, Torjäger Sebastian Kinzel, in der 84. Minute den zweiten Gästetreffer markierte. Richtig viel Gefahr gab es allerdings nicht mehr für das Gehäuse von Daniel Maus. Und so blieben dank der eingangs gesehenen Schlussszene die 3 Punkte am Ende doch in Buchbach. Allerdings ein Sieg, nach dem man nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen wird. Es gibt viele Kritikpunkte und die werden wir analysieren. In der Tabelle untermauert Buchbach mit dem Sieg Platz 6. Sollten die 2 Spiele, die man gegenüber der Konkurrenz noch in der Hinterhand hat, erfolgreich gestaltet werden, wäre sogar der Sprung auf Platz 4 drin.